Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Block Platin Box von Haftbefehl. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Block Platin von Haftbefehl aus dem Jahr 2013. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine schlichte Kartonbox, eine dieser üblichen Boxen, wie sie damals über Amazon erhältlich waren. Und auf der Oberseite haben wir einen kleinen Aufkleber, der uns verrät, was sich in diesem Karton befindet. Wir lesen hier Haftbefehl Block Platin 25. Januar 2013. Also das war das Release Date des Albums. Links unten lesen wir getyourshot.com, rechts Groove Attack. Darüber haben wir einen Barcode und auf der linken Seite die Social Media Seiten von Haftbefehl, also Facebook, YouTube und Twitter. Darüber das Aslax Logo und rechts oben ein Tag Live Schriftzug. Haftbefehl sehen wir hier in einer so einer Couch. Sieht nach einem sehr noblen Restaurant aus, also in so einer Ecke, wo hier gespeist wird. Kerze brennt, dann haben wir hier ein dickes Steak auf dem Teller und Haftbefehl wirkt hier etwas nachdenklich, wie er da sitzt. Ja, ansonsten das Ganze wirklich in diesem klassischen Karton. Dann schauen wir mal hinein und kommen zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann ein Shirt und einen Casino-Chip. Von innen die Box in diesem klassischen Kartonbraun. Machen wir mal wieder zu. Der Deckel hat dann hier so zwei Öffnungen. Also hier an der Seite sind zwei Öffnungen, da kann sich dann der Deckel hier reinschieben. So, nachdem das Shirt noch in Folie ist, machen wir das mal aus der Folie. Oh, ist gar nicht so einfach. So, Folie weg. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Haftbefehl Block Platin lesen wir hier oben in roten Buchstaben. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier an der Seite ist das Ganze in schwarz gehalten und auch hier wieder haben wir Haftbefehl auf dieser noblen Couch in dieser Sitzecke hier sitzend, vor ihm der Teller und das Ganze hier dann etwas umfangreicher. Also hier haben wir noch mehr Inhalte. Wir haben hier nicht nur den Kerzenständer und die Gewürzmühle und das Öl. Wir haben hier dann auch noch eine Pistole, also eine Schusswaffe plus diverse Euro-Rollen, 50er und 500 Euro-Scheine, das dürften 200 Euro-Scheine sein, die hier zusammengerollt wurden, Zigarren, Aschenbecher, Rotwein, Flasche samt Glas. Ja, Haftbefehl hier wieder mit dieser Kette und im Hintergrund sehen wir die brennende Frankfurter Skyline und es sieht irgendwie so aus, als hätte Haftbefehl damit etwas zu tun und es wirkt auf jeden Fall ziemlich böse. Hier das Gesicht so im Schatten, also es wirkt echt wie aus so einem Film und er wäre irgendwie der Bösewicht. Auf der Seite lesen wir auch Haftbefehl Block Platin und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Die Besonderheit an diesem Album ist, das Album wurde in zwei Teile gesplittet und zwar haben wir hier zwei CDs. Einmal die Blockseite mit insgesamt 16 Tracks, beziehungsweise ja 15 Tracks und einem Video. Und dann haben wir die Platin-Seite mit 12 Tracks. Kleine Besonderheit daran ist auch noch, die Blockseite, die ist vom Stil her anders. Und zwar ist die Blockseite mehr so der klassische Straßenrap von Haftbefehl, so auf dem Stil von Aslak Stereotyp. Und die Platin-Seite ist etwas aktueller gehalten, also aus dem Jahr 2013, so im amerikanischen Rap-Stil, laut eigenen Angaben, beeinflusst von DJ Khaled, Drake oder auch Rick Ross. Unten haben wir dann noch die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir kommen als erstes zum Booklet.
So sieht das Ganze aus. Wir haben hier die Infos zu den ganzen Tracks. Also, wer hat die einzelnen Tracks produziert? Das sehen wir hier. Platin-Seite und die Blog-Seite. Gestern Döner, heute argentinisches Steak. Jawohl, so ändern sich die Zeiten. Dann hier Haftbefehl in Schwarz-Rot. Dann haben wir noch weitere Zitate, Songzeilen. Chavos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ist der, der im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi Arabi Money Rich. Also das, glaube ich, bis heute einer seiner erfolgreichsten Tracks. Chavos wissen, wer der Babo ist. Dann hier wieder diese Aufnahme aus dem Restaurant. Ich bin ein King in der Prezi Suite im Hilton mit einer Beach namens Giselle. Okay. Ja, das sieht so aus, als wäre Haft hier in einem edlen Zimmer sitzend. Und hier haben wir eine knapp bekleidete Frau. Dann hier eine Doppelseite. Da dürfte jemand ziemlich übel misshandelt worden sein. Stoppen Sie mal, Officer, bevor du hier was ansagst. Nimm mein Handy, sprech mein Anwalt. Ja, hier Haftbefehl im Verhörraum. Ich bin der Mann, dem keine Hand half in Not. Du nur der Scheißgedanke, greif zum Alkohol. Ja, Haftbefehl hier am Grübeln. Es dürfte wohl Hennessy sein. Sieht so aus. Und dann haben wir noch eine letzte Seite. Haftbefehl hier im Spiegel. Und zum Abschluss gibt es dann auch noch die Credits. Gut, so viel dazu. Haftbefehl Block Platin lesen wir auch hier wieder in roter Schrift. Dann kommen wir zu den beiden CDs. Und zwar haben wir hier einmal die Blockseite. Das sieht so nach gesprungenem, gesplittertem Asphalt aus. Und auf der Rückseite haben wir dann CD Nummer 2. Das ist dann, wie gesagt, die Platin-Seite. Die ist hier in so einem Weiß gehalten. Und dann haben wir hier das Aslaks-Logo zum Abschluss. Gut, so viel dazu. Kleine Info noch zum Album. Das Album ist 2013 erschienen, also am 25. Januar 2013 erschienen, wurde allerdings am 1. Oktober 2013 indiziert. Also circa knapp neun Monate nach Release indiziert und ist seitdem nicht mehr erhältlich. Deswegen gibt es das nur noch recht schwer. So, dann haben wir als zweiten Boxinhalt diesen Casino-Chip. 100.000 lesen wir hier, Haftbefehl Block Platin. Der Casino-Chip ist hier so schwarz-weiß gemustert. Und rundherum, ob man das lesen kann, hier ganz feine grüne Schrift, Aslaks. Auf beiden Seiten so gestaltet. Also klassischer Casino-Chip, wie man es aus dem Poker-Koffer kennt. Was ich noch vergessen habe, was wir jetzt noch kurz nachholen, sind natürlich die Features. Die habe ich euch vorhin vorenthalten. Okay, die sind hier gar nicht angeführt. Das ist natürlich so eine Sache. Wir schauen nochmal ganz kurz ins Booklet. Nachdem die da jetzt nicht zu sehen waren. Okay, hier sind... Ah doch, oh ja, hier haben wir die Features angeführt. Gott sei Dank. Also, wir haben hier unfassbar viele Features drauf. Unter anderem Farid Bang, Celo und Abdi, nochmals Celo und Abdi, Veysel, Qatar, Veysel, Mosh, Millionär, Habesha, Elgier, Cracky Valley, 6060, Olexesh, Capo, Veysel. Also, ich glaube, allein Veysel ist fünfmal auf dem Album drauf, ist mit Abstand der häufigste. Aber ihr habt selber gerade gesehen, es sind sehr, sehr viele Features. Die meisten natürlich direkt aus dem Aslaks Camp bzw. dem Umfeld von Haftbefehl. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Ein schwarzes Shirt mit schwarz-rotem Aufdruck. Wir haben hier einmal das Gesicht von Haftbefehl und darunter lesen wir Haftbefehl Block Platin. Von hinten ist das Ganze glatt schwarz, also wir haben hier keinen Neckprint oder sonstiges. Und bei diesem Shirt handelt es sich um ein Fruit of the Loom in der Größe L. Es ist ein Classic Value Weight. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle
und das Ganze ist Made in Marokko. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, dann dieser Casino-Chip und natürlich das Doppelalbum, das Album Block Platin mit insgesamt 27 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Block Platin von Haftbefehl. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Haftbefehl unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.